Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Spiel, denn wir spielen heute mal Smite. Wir wollen das Ganze in ein paar Folgen antesten und das Coole an diesem ganzen Projekt ist, dass ihr mitspielen könnt. Das heißt, ich werde das Ganze nicht alleine spielen, sondern möglichst mit anderen Leuten, das heißt möglichst mit euch als Abonnenten zusammen. Und dementsprechend findet ihr unten einen Link, das Spiel ist free to play. Keine Angst, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich das Spiel spiele. Ich spiele das rein aus meiner Interesse. Und ja, ihr findet unten einen Link, da könnt ihr euch anmelden und dann könnt ihr mit mir zusammen spielen. Das ist der Sinn dahinter. Und ich werde mir dann immer so ein paar Leute raussuchen, laut komische Musik, mit denen ich spielen werde. Das werden natürlich random Leute sein, das heißt, ja, ich werde nicht mit jedem spielen können. Ich versuche es, aber ich kann nichts versprechen. Und dann würde ich sagen, spielen wir einfach mal ein normales Spiel. North America, Europe. Wir wollen auf Europa spielen. Sagen wir mal, ich spiele mal ein normales Game, okay? Battle in Open Area with no lanes or towers. Oh. Ich muss sagen, ich habe das Spiel gerade zum ersten Mal gespielt. Das heißt, was spielt man normalerweise? 3 gegen 3? Ich denke mal 3 gegen 3. Oh Gott, das war laut. Except, habe ich schon angenommen? Ich glaube, ich habe schon angenommen. Und ich kann mir jetzt einen Spieler auswählen, richtig? Richtig. Mini Physical, Range Mage, Range Physical. Das ist so eine Art Arde Carry, denke ich jetzt einfach mal. Mini Physic, Assassin. Mini Physic, Warrior. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich spielen will, denn wie gesagt, das Spiel habe ich noch nicht so oft gespielt. Ich habe gerade eben das erste Mal das Tutorial gespielt und dementsprechend kenne ich mich nicht so gut aus mit den Leuten. Ich weiß nicht, soll ich ihn spielen? High Single Target Damage, High Mobility. Ich spiele einfach mal. Probieren wir einfach mal aus. Und dann werden wir sehen, was so abgeht. Wie gesagt, ich werde das Spiel so ein bisschen lernen. Mit euch zusammen hoffentlich. Dann kann man 5 gegen 5 spielen oder 3 gegen 3. Ich probiere das Spiel gerade aus, um es kennenzulernen. Deswegen kann es sein, dass ich nicht so der Ultra-Pro bin. Aber wie einige von euch vielleicht wissen, spiele ich ja auch League of Legends und so verschieden ist Smite jetzt auch nicht. Es macht zwar komische Geräusche, wie ein komisches Ding, aber ich denke nichtsdestotrotz ist das Spiel nicht so viel schwerer, beziehungsweise so viel einfacher. Man spielt halt in einer anderen Perspektive, man spielt in Third Person und nicht von oben mit der Kamera, was ihr jetzt gerade auch schon seht. Ja, ja, der Fountain. So, genau. Man spielt halt so von dieser Sicht hier. Und ich fange sogar schon mit Skills an. Das finde ich cool. Recommended. Ja. Okay. Warum Turn Off? Starter? Habe ich die Items schon? Ach ja, ich habe die Items schon, ne? Stimmt, ich habe mal... Okay, warte. Kann ich hier irgendwie sehen, was meine Skills können? Leaps forward, dealing damage to all enemies. Rank 1, cooldown 15 Sekunden. Res back, okay. Hand of Gods und Heal Potions. Das heißt, damit fängt man anscheinend immer an. Okay. Attack Speed Camp, Mana Camp. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo man so einen Champion spielt unbedingt. Aber wir werden einfach mal ausprobieren, wie das Ganze so abgeht. Das sind übrigens Gegner hier vorne. Ich weiß nicht, wo mein Team ist. Der eine steht noch in der Base und der andere... Oh Gott. Vielleicht nicht ganz so gut. Aber die sind alle zu dritt in der Mitte, ne? Also mir macht das Spiel ja jetzt schon mal Spaß, muss ich ja mal sagen. Okay, also wir haben auf jeden Fall einen, der AFK ist und die Gegner sind zu dritt hier. Deswegen gehe ich einfach mal auf eine andere Lane. Oh Gott, dieser Aufhören zu labern. Ist jemand von mir gestorben? Ne, ich glaube, jemand von denen ist gestorben, ne? Los, stirb! Oh Gott, ich mache gar nicht so viel Damage, hört mir gerade auf, ne? Jetzt habe ich relativ gut Damage gemacht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich lerne das Spiel noch. Es ist nicht jedermanns Fall, ist klar. Weil es eben, ja, kein typisches Minecraft-Spiel ist. Sondern halt, ja, I don't know. Wie soll man sagen? Es ist halt ein anderes Spiel, ne? Oh, aber ich sehe schon, es, ja. Enemy has been slain.
Ich hoffe mal, dass ich dieses Camp überhaupt schaffe. Aber es sieht nicht so aus. Sie machen mir relativ viel Damage und ich habe relativ wenig Leben. Okay. You're entering the jungle. An enemy. Es steht 3-0 für unser Team. Okay, ich habe eigentlich gedacht, dass es mehrere Lanes gibt, aber es gibt nicht mehrere Lanes. Deshalb sollte ich vielleicht auch wieder in die Mitte gehen. So, und ich habe schon 500 Gold. Also, was gönnen wir uns? Gönnen wir uns das hier? Das bilden wir hier raus, das bilden wir hier raus. Was sind denn die... Achso, ich habe nur 500 Gold, ne? Das heißt, ich kann mir höchstwahrscheinlich gar nichts kaufen. All Items. Ich kann mir so ein Blade kaufen. Das kostet wie viel? 600? Dann gönnen wir uns mal so ein Blade. So. Dann, Sir. Oh, soll mir vielleicht noch Heal-Pots kaufen? Die Gegner machen das schon. Ich bin damit ganz zufrieden. Meine Teammates, wollte ich sagen. Die machen das schon. Ich habe irgendeinen Buff, ne? Ach, das ist wahrscheinlich der Attack-Speed-Buff. Ich glaube, für einen Anfang ist das nicht unbedingt der beste Char, den ich jetzt hier habe. Um ganz ehrlich zu sein. Ich würde am Anfang lieber einen... Warum kann ich mal... Achso, ich bin auf der Q und nicht auf der 1. I see. Oh, ich hätte fast einen Kill gemacht, aber es war leider nicht meiner. Okay. Okay, ich muss erstmal noch damit klarkommen, dass ich... Warte. Ich bin die ganze Zeit auf... aber wie laufe ich dann denn? Die Steuerung ist richtig komisch, um ehrlich zu sein. So, man ist eben auf 1. Auf 1 und 2 hat man seine Skills. Aber man hat auf... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Dankeschön. Thanks, my friend. Man hat auf 1, 2 und so weiter und so fort seine Skills. Aber man läuft halt mit WASD und deswegen ist das irgendwie ein bisschen strange, habe ich das Gefühl. Ah. We got this. Wir können kiten wie ein Boss. Obwohl ich sehr low bin und vielleicht... Ich tank die meiste Zeit irgendwie, habe ich das Gefühl. Dass ich nicht so der Mega-Tank bin. Das ist unglaublich laut, das hier noch dazu. Und, ah nein, das ist ja sogar ein richtiges Game, ne? Das ist nicht mein Koop-Game. Oh. Ich bin begeistert von mir selbst. Der macht eine riesen Eiswolke. Es ist schon cool. Also es ist ein ganz anderes Spielerlebnis, als eben bei League of Legends ist. Das muss ich ja mal dazu sagen. Weil man halt so, ich weiß nicht, 3D. Ja, man spielt halt so ein 3D, ne? Und dementsprechend hat man auch Target. Nein, ich bin gestorben. Der Tower hat mich, glaube ich, angegriffen. Damit muss man erstmal klarkommen. Oh Mann. Okay, to receive your build. Okay. Ja. Mich hat der Tower ange... Ach, guck mal, man kann sogar Wards kaufen. Krass. Okay, ich kann mir irgendwie gar nichts kaufen, weil ich keine Items habe. Deswegen... Oh nein, ich bin auch gestorben. Ach, darf ich nicht rein? Oh Gott! Ich habe unseren Tower an. Ich komme, Tower! Hoja! Ich raste richtig aus! Das ist so ein richtiger Warwick, den ich gerade spiele, ne? Ey, der hat mich gehauen. Oh, ich habe meine Ulti. Was kann man... Nein, ich will meine Ulti jetzt mal nicht machen, okay? Kein Bock, Shit zu bauen. Also soll man einfach mal YOLO oder Dodo reinhüpfen? Und unsere Ulti drücken? Okay, gib ihn! Oh Gott. Verdammt! Aber komm schon, meine Teammates killen die jetzt alle und ich krieg dafür einen Penta-Assist. Oder? Ja, sieht schon ganz gut aus. Oh mein Gott. Okay. Es sah auf jeden Fall lustig aus. Okay. Damit sind wir einfach mal zufrieden. Warrior Tabs. Ich würde gerne... Ach, guck mal. Nein, nicht Turn Off. Sell. Nein, das habe ich gesagt. Ah, verdammt. Ich wollte das upgraden, aber das kann ich jetzt auch nicht mehr, ne? 500 habe ich. Na egal. Dann chillen wir jetzt erstmal. Alles schon krass eigentlich, dieses Spiel. Also... Mir kommt so vor, als ob es ein bisschen leichter ist als League of Legends, um ehrlich zu sein. Bin mir nicht ganz sicher. Aber es scheint auf jeden Fall irgendwie ein bisschen einfacher. Nicht ihn diven, über den Tower an. Okay. Okay, wir hätten ihn jetzt auch töten können, aber egal.
Bekomme ich nicht durch irgendwas einen Attack Speed Buff? Durch meine 3 oder so? Nee? Ich hab immer gedacht, ich krieg durch irgendwas einen Attack Speed Buff. Wir haben einen Turret kaputt gemacht. Das ist schon mal super. Alter! Au, oh, wow, ich bin richtig ausgerastet gerade. Achso, meine E kann ich, glaube ich, nur auf Gegner usen. Kann das? Ich will zumindest erklären, warum ich gerade so ausgerastet bin. Okay, meine Mates sind hier. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal all in hier und geben den hart aufs Maul. Ich glaube, ich wurde auch von irgendjemand geultet. Nein! Okay, ich kenne die Abilities und sowas davon noch überhaupt nicht von den Leuten. Meine kenne ich mittlerweile, auch wenn ich es mir nie durchgelesen habe, aber... warte, hier. Bla 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 bla. Okay, habe ich verstanden. Ich müsste das Spiel mal auf Deutsch stellen, sonst muss ich mir das alles durchlesen auf Englisch und Englisch ist nicht so toll. Doch eigentlich ist Englisch toll. Physical Power, Physical Penetration, Cooldown Reduction. Oh, ich liebe Cooldown Reduction. Deswegen nehme ich einfach mal Cooldown Reduction. Aber das Item kann ich jetzt nicht noch in mehr Sachen ausbauen, ne? Das bleibt jetzt einfach so. Kann ich mir irgendwas von kaufen? Nee, ne? Heatbots habe ich noch en masse. Dann laufen wir einfach mal los. Ist egal. Ja, ja. Oho. Kann man hier auch so ran? Ja, man kann ranzoomen, ne? Ja. Oh, das war mein Kill. Mein Kill. Oh, das war nicht mein Kill. Nee. Nee, 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 nee. Da haben wir meinen Triple Kill gestealt. Okay, ich glaube, ich habe ihm seinen Triple Kill gestealt, weil er, glaube ich, mehr Damage macht als ich. Aber trotzdem, er hat mir meinen Triple Kill gestealt. Wir bleiben dabei. So, ab hier fängt die Tower Range an, oder? Jo, okay. Aua. Ich wollte das gerade mal wissen. Upsa. Upsa. Kann nur ich so dumm hüpfen oder warum hüpfen die Leute nie? Ich meine, ich würde dauerhaft so hüpfen, wenn ich könnte. Gib dem Phoenix, Boys! Destroy the middle lane Phoenix. Aua. Aua. Aha, sagst du nichts, Wetter? Na, was geht? Guck mal, das Trundle. Darf ich vorstellen? Alter, die hassen mich aber ganz schön, ne? Ah, going back in! Surprise! Weg! Habe ich einen Assist bekommen? Ich glaube nicht, ne? Ich habe ja nichts gemacht. Verdammt. Okay, können wir ihm schon geben? Komm, wir geben ihm jetzt einfach mal hart. Gebt ihm! Alter, der Titan rastet aber schon hart aus, ne? Ich bin targeted bei der Titan. Das finde ich cool. Oh, ich bin gestorben. Ich finde das cool, dass das ein... Ja, dass der Nexus in Anführungszeichen ein Gegner ist und nicht... Oh, wir haben gewonnen. Okay, ich wurde ziemlich gecarried von meinem Team. Ich habe sehr wenig gemacht, um ehrlich zu sein. Aber naja. Es war mein erstes Spiel, also ich bin stolz darauf, ja. Ich glaube, das Spiel hat Potenzial, auf jeden Fall. Und ich, in der nächsten Folge von Smite werdet ihr auf jeden Fall mitspielen können, wenn ihr das denn wollt. Ja, deswegen meldet euch unten an und dann könnt ihr mitspielen, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann würde ich sagen, war es das soweit von der heutigen Folge Smite. In der nächsten, dann mit euch zusammen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Bewertung da. Und wir sehen uns dann wieder. Also haut rein. Habt noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.